Hallo ihr Lieben, euer Girls, das ist hier und herzlich willkommen zurück zu Dynasty Tactics 2. Ja, Zauzau, der ist durchgebrochen, hat hier sich das Fu-Gebiet gesichert und ist jetzt auch in der Provinz Shen gelandet. Genau wie die Yuans. Die Yuans müssen hier natürlich noch richtig viel fighten, aber das kriegen wir hin. Ja, kurz Update, ich habe ja in einem Part gesagt, dass sie angerufen wurde von diesem Kiel, von dieser Kieler-Nummer. Ich habe wieder gegoogelt, das war die gleiche Kieler-Nummer, nämlich einmal angerufen hat. Das ist irgendeine Spam-Nummer, Callcenter, Werbefalle, genau das, was ich gesagt habe. Und genau, wo ich den letzten Part beendet habe, hat es geklingelt und es war vielmals angekommen. Ja, hey, cool. Spare ich mir Schneiderarbeit. Ich wurde nicht in einem Video unterbrochen, so schön. Habe ich mir hier auf der Hand gesprüht. Das ist das Parfüm Juicy Couture, Gold Couture. Und wie es bei den meisten Parfüms so ist, beim ersten Mal riechen, denke ich mir so, nothing special. Und ich wette, wenn ich das ein paar Mal rieche, dann liebe ich den Duft. Hat auf jeden Fall was Weihnachtliches, karamellmäßig, bisschen bärig. Bisschen weird dadurch. Naja, mal schauen. Wie gesagt, Düfte müssen sich auch entwickeln. Ich habe den gerade auf Hand gesprüht, ja. Bin gespannt. Der war richtig on Discount wegen Valentinsrabatten. Der kostet normalerweise 60 Euro, mindestens 60 Euro. Ich habe einfach 40 bekommen. Voll cool. Warum erzähle ich euch das? Naja, weil Let's Plays schon lange nicht mehr das sind, was sie mal waren. Bisschen Smalltalk nebenbei ist auch ganz süß. Und weil ich das halt erst erwähnt hatte. Ich werde bald unterbrochen, mein Parfüm kommt heute. Oh mein Gott, wer hat mich da angerufen? Deswegen. Gut, jetzt geht's aber weiter. Der ist schon stark, der Duft. Drama, Drama, Baby. Wir verlieren wieder eine Stadt. Oh Mann, was ist denn das für eine Kacke? Der ist aber richtig stark. Okay, ich reiß mich zusammen. Okay, der Duft gefällt mir doch jetzt schon. Ich sag ja, die Düfte muss mich nur immer dran gewöhnen und dann liebe ich sie. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht über Düfte reden. Wir reden jetzt über Taktiken, über Krieger der chinesischen Geschichte und über Kombos. Keine Ahnung. Lass doch ein Girl ihren Spaß. Oh, cool, voll geil. Ich freue mich. Nicht. Was? Ein Team! Oh mein Gott! Wir haben Zhao Yu, wir haben Guan Yu. Wir haben Cai Mao, wir haben Zhang Yun. Oh mein Gott. Schwächstes Man Liang und das ist jetzt nicht mal so scheiße. Intelligenz 50. Aber hey, ich habe das beste Team hier. Das sind Yuans. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Also, ja. Müssen wir nicht weiter darüber reden, ne? Gut. Oh Mann, wieso blocken die denn hier jetzt? Ach, ist das kacke. Wisst ihr was? Ich glaube, ich warte eine Runde. Ich will erstmal gucken, wie die sich bewegen. Die komischen Gegner. Mann, jetzt sitze ich. Ich hasse das, wenn ich unterbrochen werde. Sitze ich immer so falsch. Ich glaube, jetzt ist wieder richtig. Ja. Was mache ich mit Yushal? You shall show no mercy. Was machen wir mit dem? Da war auch nur chillen. Yep, yep, yep. Ich habe so Angst vor meinem Guy. Der hat Fire Arrow, ne? Hat er nicht? Oh mein Gott. You fool. Aber natürlich, weil der Horseman ist, greift er natürlich hier direkt an. Können wir nichts Schöneres vorstellen. Oh, ist das blöd. Aber hey, ich hab schon eine Idee. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. Supi. This game is over. Catch. Problem ist, sind wir nicht so weit weg, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Never mind. Ach stimmt, du hast ja auch Pit. Du bist ja ein richtig cooler Typ. Den habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Der hat einfach Flut.
Flutzahl. 80% ist natürlich eine Ansage. Not gonna lie. Töte Gwenduro, töte ihn, den God of War. Komm schon, bitte. Hatte Gwenduro schon immer ein Speer? Ich glaube, der hat auch früher Schwert und Schild. Und bei mir hat er immer Brigadiers. Let's attack all at once. Ich glaube, Gwenduro, der uns einmal so richtig das Leben zur Hölle gemacht hat, der stirbt. He will die. Aber gerade so. Oh. Komm hier, Liang. Zeig, dass du Level Up bekommen hast. Level Up plus Brigadiers. Yes. Okay. Gwenduro, eine schlimmste überhaupt, ist schon mal besiegt. Aber natürlich nur defeated. Lalalala. Tja, weil The Legend of Zord seine blauen Line, kann man das so sagen? Blaue Line. Auf jeden Fall das blaue Geschichte. Wenn man für Seite Hahn spielt, dann tritt Gwenduro tatsächlich der Armee von Zord so am Ende bei. Du, 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 du. Es ist doch nicht gut genug. Und ich begebe mich in Gefahr. Was wäre der Punish? Gibt kein Punish. Okay. Gibt kein Punish, Leute. Der hat keinen Taunt, der hat kein Pit. Das wäre der einzige Punish. Bedeutet, ich warte einfach. Fang macht gleich die Pit. Jetzt kommt das Erwachen, Leute. Mein Plan, den ich die ganze Zeit vor... 80%. Ja, mein Plan, den ich die ganze Zeit vorhatte, der wird eventuell in Tat umgesetzt und eventuell nicht. Ja, eventuell nicht. Den Charge lasse ich sogar weg. Nee, den Charge kann ich jetzt machen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du Pinsel? Schlaues Girl. Ich hab's natürlich ausgewählt. Ich bin halt die Schlauste, die Beste, die Tollste, die Kurze. Ich bin so in mich selbst verliebt. Das ist ziemlich nervig für euch, I guess. Aber ich kann es nicht unterdrücken. Boah, das... Ich wollte es nicht wieder erwähnen, aber das Parfüm ist echt geil. Oh mein Gott. Also wenn ihr ein cooles Damenparfüm wollt, kann ich euch empfehlen. Gefällt mir jetzt schon. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die das Opening von Parfüms immer eher schwächer findet. So nach 10 Minuten finde ich die Parfüms immer cool, aber das Opening bei vielen Parfüms gefällt mir einfach nicht. Und voll viele sagen ja so, oh, das Opening bei Parfüms ist so cool. Es gibt auch für die männlichen Zuschauer jetzt, es gibt so ein typisches Parfüm, das ist richtig bekannt, das nennt sich Paco Rabanne 1 Million. Das fängt mit so einem Grapefruit-Opening an und dann wird es mega süß. Bedeutet, da ist das Opening wahrscheinlich besser. Ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt bei vier männlichen Parfüms ist, weil obviously bin ich nicht männlich und habe somit natürlich auch kein männliches Parfüms, aber ich informiere mich trotzdem auch über männliche Parfüms, weil ich es einfach super interessant finde. Und 1 Million ist halt so ein Kandidat, wo wahrscheinlich das Opening besser ist. Aber bei meinen Parfüms ist das Opening meistens schwächer. Also bei Hypnotic Poison, da finde ich das Opening auch besser. Ja, bei Hypnotic Poison ist das ein bisschen was anderes. Das ist das Opening auch so gut. Okay, ich höre auf. Ich darf nicht über Parfüms reden. Da höre ich sowieso nicht mehr auf. Sorry. 90% verkackt. Ich fühle mich hier auch gerade nicht so faul. Also in diesem Fight. Hier ist Fight und nichts geht so richtig voran und... Ach, nee. Und ich habe das so ein Zunich, nämlich blöde Kuh. Wir haben noch so Item bekommen. Wir haben Jack Fake getötet in 10 Tagen.
Haben wir so Item bekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Girl, calm down. It's just a game. Wenn das jetzt klappt, dann liebe ich für uns hören. Ich habe ja sowieso schon einen Heiratsantrag. Im letzten oder vorletzten Part gemacht. Und das, obwohl ich lesbisch bin. Gebt euch das mal. Heiratsantrag Nummer 2? Ja. Okay. Engage at once, Traders. Dadurch muss vorhin geil aussetzen. Ich kann mich perfekt setupen. Kann mich jetzt perfekt aufstellen. Und dann können wir die vielleicht kommen und... Halt diese Idioten, auf die habe ich keinen Bock. Heilig nur vorhin geil, aber hey. Schlimm genug. Kleiner süßer Aid. Why not? Why not? Raid. Raid. Da wird wer geradet. Chain Switch. Du Bitch. Okay. Machen wir das so. Oder wir machen das so. Ein Circle. Ich glaube, ich mach's lieber mit Circle. Yep. Den Circle ist draußen mal cooler. Und wenn er überlebt, ist er gestunt. Komm her, Süßer. Oh, so wenig Schaden. Tier fängt fast Intelligenz voll. Trotzdem so wenig Damage. Ich glaube, es richtet sich tatsächlich nach der Angriffspower und nach War. Deshalb bei ihm wirklich abysmal. Oh mein Gott, Yuan Chang. Ich hoffe nicht, dass der jetzt ein Feld nach hinten fliegt. Er fliegt aber ein Feld nach hinten. Okay, das war kacki. Das war richtig kacki. Das hat er nicht überlebt. Und genau deswegen habe ich Circle gemacht. Ich habe das schon so ein bisschen befürchtet. Weißt du, ich bin eine Pessimistin und hier sieht man mal wieder, warum ich eine bin. Ich könnte jetzt natürlich Raid machen, dann haben wir die voll in eine Zange. Aber doch, ich mache das. Soll ich euch mal sagen, warum ich diese weirde Scheiße jetzt mache? Damit er Muddle 2 nicht machen kann. Yep. Yep, yep. Damit er Muddle 2 nicht machen kann, weil ansonsten stehen wir ja hier alle auf einen Haufen. Ich habe keinen Bock, dass mein gesamtes Team aussetzen muss. Hoi hoi! Chun Yukyong mit seinen Picken gedönst, ja. Ja, ich weiß, dass er jetzt getroffen wird vom Turm. Ich weiß, dass er eventuell kommen wird. Ich weiß, dass er eventuell stirbt. But I don't care. Besser als Mandel 2. Mandel 2 ist so stark. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Gut. Oh mein Gott, was sehen meine super entzückenden Augen hier? Will ich das machen? Irgendwie will ich das doch nicht machen. Nee. Irgendwie will ich das doch nicht machen, Leute. Weil der Switch hoch viel zu weit weg. Ich habe keine Lust, dass der Milliarden Kilometer entfernt ist. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Und hier habe ich jetzt tatsächlich meine Chain. Damit es da oben auch ein bisschen vorangeht. Fuup! Klar, muss ich die nicht besiegen, aber. Why not? Was? Warum ist er schon wieder dran? Oh mein Gott! Ich habe nur ein Problem, irgendwie gefällt mir das nicht wirklich. Ich war nur ein Angriff. Combo gebreakt. Mein Gott, wie selbstverliebt ist das denn? Sag dir richtig, ich weiß. Der hat einfach... Er selbst hat Loyalty, das heißt, wenn er getroffen wird, aktiviert sich Loyalty, was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Du hast kein Wise mehr? Oh mein Gott, you fucking idiot. Ey, Tata. Supi. Okidok.
Das sieht doch nur in einem kleinen süßen Kombo aus. Das Blöde bei Muddle ist, guck, dann bin ich falsch positioniert. Also Muddle 1 ist sehr schwer zu nutzen, wie ich finde. Switch, Pitch. Yep. Komm schon. Juntan, I know that you can do it. Und dann ist doch Maliang da. Maliang ist eh eine Witzfigur. Bedeutet, viele Offiziere können wir wahrscheinlich jetzt schon in den Festen schicken. Okay, jetzt riecht es sehr stark nach Karamell. Ich wollte immer ein Parfüm, was ein bisschen nach Karamell riecht. Echt cool. Sehr unique. Und das soll ich mir notieren? Probier kein Parfüm aus, wenn du noch Let's Plays aufnimmst, wenn du noch arbeiten musst, weil jetzt rieche ich wirklich zu oft darüber. Es tut mir leid. Ich verspreche, dass ich es beim nächsten Part nicht mehr tun werde. Ich versuche mich irgendwie zu unterdrücken. Sagt man das so? Hallo, Yusho. So, der Weihnachtsmann Huangai ist besiegt. Es kommt, well. Und ich hoffe, ihr könnt ihn gefangen nehmen. Weil Huangai ist auch einer der besten Offiziere im gesamten Spiel. Ja. Denn hat Bravery, das ist verdammt guter Bogenschütze. Ich liebe ihn. Zum Glück haben wir die Chain weggenommen. Oh nee, jetzt bin ich gecallert. Nein! Oh, kacke. Aber hey, wir sind nicht mehr im Bogenschützenturm Reichweite. Im Bogenschützenturm Reichweite. Ja, Girl, fang an zu stottern. Ich hab noch nie gestottert. But suddenly. Ich fange an zu stottern. Ich weiß nicht, was das heißt im Englisch. Pierce! Und tschüss, Mann. Ich werde dich nicht besiegen. Du bist für mich gestorben. Ich habe keinen Bock, dir jetzt hinterher zu rennen, wenn du da ganz hinten bist. Umso besser für uns. Dann konzentriere ich mich nur auf die beiden da. Zhou Yu und Zhang Yun. Der hat keinen Switch mehr. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Warum hast du denn keinen Switch mehr? Blöd, blöd. Aber... Ah, you are told. Oh my God, what are you doing? Hast du Pit? Er hat Pit. Hast du Aid? Er hat echt. Oh mein Gott, cool. I like it. That's the way I like it. Cool. Denn Joey Wilson war für sich auch ein sehr, sehr starker Offizier. Mega guter Stratege. Hat gefühlt alle Werte eigentlich ziemlich geil. Wäre cool, wenn ihr jetzt stirbt. To be honest, wer daran glaubt, hat eine IQ von 10. Spaß, aber ich glaube nicht, dass er stirbt. Nee. Also, ein 8 von Yan Liang macht in der Regel kein 3000 Damage. Wenn doch, dann vergesst, was ich gesagt habe. Seht ihr? Regel Nummer 1. Cecil hat immer recht. Regel Nummer 2. Wenn Cecil mal nicht recht hat, tritt automatisch Regel 1 in Kraft. Merkt euch das. Du. Ah, den kann ich mir holen. Cool. Dann schieben wir schon mal Jungs hier rüber. Sei mal auf, jetzt nicht eigentlich zu unserer Armee. Also, ich meine ja nur, du bist eigentlich immer gegen Liu Bei gewesen. Warum nicht in diesem Run? Gut, dass wir ihn getötet haben, der wäre gleich tatsächlich schon dran. Nicht gefangen genommen und schon wieder Pech gehabt. Was ist denn los mit der Juan-Armee? Mann, jetzt habe ich richtig viel Pech. Pech und Schwefel. Oh!
mein Gott. Quick. This is the way. Okay. Bedeutet, wir haben es nur mit einem zu tun. Und zwar mit Jung Yun. Der auch ein richtig guter Bogenschütze ist. So der etwas schwächere Cai Mao. Schwächere Cai Mao ist immer noch ein gefährlicher Offizier. Let's go. Let's go. Aber es ist voll kacki. Die haben uns jetzt tatsächlich hier wieder so ein Property weggenommen. Das ist so eine Stadt. Und ich frage mich, wer das ist. Er wird bitter dafür büßen. Ich Zauzau mir wird keine Gnade kennen. Werden wir gleich mal schauen. Take all at once. Okay. Jetzt haben wir nur... Nein, nicht gefangen genommen. Okay, heute ist wirklich mein Glückstag. Sagt das Mädchen, obwohl sie bei Model 2 mit 70% Erfolg verbuchen konnte. Yep. Ich finde manchmal komisch. Zwar halt in einem Part. Aber ist ja theoretisch der gleiche Tag. Seht das ja mal in dem Outfit. Ich habe nie zwei Aufnahmesessions das gleiche Outfit. Merkt euch das. Okay, hier warten wir noch. Hier! Nein, der ist voll gealt. Oh Gott, ich bin so komisch manchmal. Manchmal, du bist immer komisch. Ja, den Typen habe ich ja gesagt, den werden wir eiskalt ignorieren und ja, natürlich bleibe ich auch bei der Meinung. Gut, dass da kein Feuer davor steht. Das hätte meine gesamte Taktik zerstört. Mein Plan ist jetzt eigentlich, mit Pit zu arbeiten, aber ich glaube, das geht jetzt gar nicht mehr. Doch, er schaut nur in die falsche Richtung. In unsere Fall ist die richtige Richtung. Das ist leider auch mal Young. Das war voll viel Intelligenz, aber nicht so viel Intelligenz wie Yusho. Bedeutet, viel Spaß beim Aussetzen. Upp. Mit ihm. Du hast Schrott. Cool. Dann kommst du schön in Junta. Also der ist als viertes dran und der kann tatsächlich hier hin. Hier wollte ich auch hin. Also Raid, Pit und Raid werden wir hier machen. Wie wird sie? Ah, ich hätte mit Switch arbeiten können. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ärgerlich, aber da können wir nichts machen. Ich hoffe, dass er trotzdem stirbt. Ich meine, es ist in Anführungsstrichen nur Jung Yun. Wie gesagt, der ist eigentlich mega stark. Ich hab's verschwiegen. Na, kommt er jetzt tatsächlich ein Feld noch hin? Nee. So, wenn du jetzt seitlich einen Raid machst. Macht der seitlich jetzt einen Raid? Der Arsch? Nee. Weiß. We slam them. Cool. Also, wie gesagt, ich hab eben betont, es ist ja in Anführungsstrichen nur Jung Yun, damit meinte ich, hier waren viele Offiziere, die tatsächlich noch viel stärker waren. Aber das soll nicht bedeuten, dass er schwach ist. Deswegen die Anführungsstriche. Aber wir waren nicht stark genug, um uns zu trotzen. Freunde, dahin geht ja die Kombo noch weiter. Wir haben die Pit, wir haben den Charge und wir haben noch eine Pit. Das wird cool. Und den Typen dahin habe ich halt ignoriert. Also wenn die einfach meinen zu piercen, und komplett am anderen Ende der Welt zu sein, dann werde ich die natürlich nicht angreifen. Ist ja nicht so, als wäre es meine Freundin. Hätte ich eine Freundin, würde ich auch bis ans andere Ende der Welt gehen. Aber sicherlich nicht für einen Guard-Captain, der mich vorher noch angegriffen hat. Oh nee.
Und Yuntar macht den Finish. Könne ich ihn. Er hat schon so oft uns den Tag gerettet. Gerade im letzten Part. 17.000. Und einer von euch sagt nochmal, Yuntar ist schlecht. Dann block ich euch und banne euch. Spaß, mache ich natürlich nicht. Und fairerweise muss ich sagen, die sind nur so stark, weil ich denen dieses Item gegeben habe. Trotzdem. Ich habe den stärksten Yuntar ever. Supi. Gibt's denn noch einen Fight? Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ein Kampf kommt. Wo geht sie? Yay! Yay! Level up for Yuxi! Das bedeutet, Gaolan kommt ins Team. You were defeated in battle, so why not use your talent? Fight for me. Good fight! You really just smile upon me. I was positive I'd be killed. Zhang Yun will lay down his arms, receive me to your ranks. Right. I will permit you to join me. Now you shall help support my empire. Cool, der erste sich tatsächlich mal ergeben hat. Der er natürlich nicht, er ist ein typischer Schuhoffizier. Oh, Cheng Fu mit den Connections. Ist auch ein Veteran. Schon damals bei Sun Jian in Armee. There's no shame in surrender. Won't you join our ranks? Surrender? Absurd. If you fight me disagreeable, then cut me down. Schade. Warum ist da jetzt einer nach links geflohen? Hä? Ich verstehe euer Spiel nicht. Was macht er da? Revive 2 gibt's ja. Cool. Nein, Wuchang! Die wollen tatsächlich Wu wieder zurückerobern. Nur bei meinen Leichen. Was ich jetzt erstmal erobere, ist Gaolan. Gaolan, willkommen im Team! Warum Gaolan? Weil es der Unteroffizier von Zhang Ye ist. Ich weiß, dass der nicht gut ist. Er passt verdammt gut ins Team. Oh, 3000 Troops! I don't care. Ich hab den noch nie genommen. Guck mal, wie gut der ist. Er ist scheiße. Vor allem mit 3000 Truppen, aber hey. Was sind seine Stärken? Leadership. Okay. Ich weiß schon, nein, wir haben nicht so viel Geld. Ich wollte schon sagen, ich gebe ihm einfach Pit. Ah, nee. Okay. Jetzt bin ich mein ganzes Geld ja schon wieder los. Ach, come on. Ach, come on. By the way, Jungs, die braucht dieses Item jetzt nicht mehr. Aber ich lasse es trotzdem bei ihm. Ich meine, die Cheng Xiu Armee, wenn die mal wieder kämpft, dann kann die Cheng Xiu das Item geben. Aber aktuell brauchen wir das nicht. Du, 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 du. So, so. So fail ist das. Nein, mein Sohn! Warum hat mein Sohn mich schon wieder hintergangen? Guckt, Chuan ist immer noch hier und kann jetzt tatsächlich Luxun rekrutieren. Ich schuld drum, dass wir noch nicht gemacht haben. Und wir haben jetzt tatsächlich diesen Zhang Yun. Was leider nichts bringt. Ich dachte, mit dem können wir jetzt auch irgendjemand rekrutieren. Ja. Falsch gedacht, Girl. Falsch gedacht, Girl. Warum ist jetzt hier Huang Zhong? Ich verstehe das Spiel nicht. Aber Gaolan, der macht das schon mit seinen 3000 Truppen. Leute, habt ihr auch schon Angst vor Gaolan? Diese 3000 Truppen, die werden ridiculous. Mega krass. 3000 Truppen. Nicht 2000, nicht 2099, nicht 3001, 3000 Truppen. Oh, jetzt hab ich so saut. Fuck. Ach, Mann. Was waren die zwei denn hier? Ihr faulen Säcke, ihr sollt spionieren und nicht da rumgammeln. Okidoki. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, der Part ist schon wieder zu Ende. Oh mein Gott. Am nächsten Mal werde ich euch nicht mit Parfüm voll quatschen. Ich verspreche es euch. Aber guck mal, es geht so gut voran. Hier ist heute schon Liu Bei. Hier ist Zhuguliang als letztes Hindernis. Und hier ist die gesamte Jing Province plus Nanman. Wait. Plus Nanman. Wait, das könnte auch schon... Also das da drunter ist jetzt eigentlich Nanman. Das ist eine Grenze zu Nanman. Da ganz unten links wäre halt Nanjiang.
Und das ist halt das westliche Gebiet von der Mann. Jiaozi. Oh mein Gott, das ist alles neu erobern. Okay. Cool, Leute. Daumen, falls euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!